freuen wir uns alle auf einen Albergtrieb, wenn wir alt sind. Grüß Gott im Vorarlberg. Schönen Samstagabend und herzlich willkommen bei Vorarlberg heute. Der Alpsommer ist vorbei. Jetzt geht's für die Elblerinnen und Elbler samt Tieren wieder ins Tal. Und das wird natürlich auch ordentlich gefeiert mit dem Albabtrieb. Wie heute in Schwarzenberg. Und das haben wir uns nicht entgehen lassen. Rund 1400 Milchkühe und Jungvieh kehrten heute von ihrer Sommerfrische auf den Hochalpen zurück. Wie immer festlich geschmückt, wenn alles Vieh wieder heil ins Tal gebracht werden kann. Der Sommer war heiß, das Gras ist zu schnell gewachsen. Dennoch war es für die meisten Elbler eine gute Zeit. Ein toller Sommerhimmel her. Und Natur und alles bald ist gut. Darum sind wir auf der Alp. Wir haben uns ein Kälbli dumm gekriegt. Und heute das Wetter ist optimal, sind alles gut gelaufen. Wir sind glücklich, dass wir da sind und freuen uns auf den heutigen Tag noch. Viele Alpen werden von Familien bewirtschaftet. Das Elblern ist auch für die Kinder etwas Besonderes. Am liebsten habe ich im Sommer das Melken und so, aber am allerbesten gefällt mir schon das Hutzüge. Das Besondere heute war, dass man alle zwischen Kühe können hat und alle zu melken und dass alle lustig auf der Alp ist. Viele Elbler gehen schon seit Jahren mit ihren Familien auf die Alp. Ja, es ist natürlich schon der Reiz, in einem Familienverbund das Ganze zu bewältigen, ist sehr interessant. Und es ist natürlich irgendwo Arbeit für Einkommen, wo eben eine sinnvolle Tätigkeit ist, die Landschaftspflege und die Pflege der Alpen und so weiter und die Viehbetreuung macht auch Sinn. Bis zu 9 Stunden haben manche ins Tal gebraucht. Bauern aus der weiteren Umgebung holten ihre Tiere deshalb mit dem Wagen ab. Ja, verständlich. Irgendwann ist nämlich Schluss, auch bei uns.